herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland, unserem RP-Projekt auf der Grünfelderland. So, der Sunny König möchte noch irgendwas mit uns quatschen, dann suche ich mal, wo der gerade ist. So, Sunny. So. Jetzt habe ich Zeit für dich. Ist der Albert? Albert. Albert? Ja, ich fahre mit dir näher zurück. Ja, ja, aber nicht einschlafen, ne? Nee, ich passe ihn auf. Okay. Mach mal in Ruhe das Geschäft. Ja, machen wir. Was ihr da immer habt. Ich warte hier so lange, ich genieße die aus. Also, was los? Na, ich brauche ja den Führerschein für den Serion. Jo, was hat man denn da gesagt? Ich glaube, den halben Preis. 3000 oder so. 3500 waren das. Genau. Die hast du jetzt zusammen, oder wie? Ja. Du hast einen Xerion am Hof? Den habe ich am Hof, ja. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns morgen irgendwann. Also, nach dem Schlafen. Ja. Und dann, den kriegt man in der Schnell. Ich kann ja mal ein gutes Wort für dich einlegen. Dann kriegt man den relativ schnell durch. Muss dann nur noch den Antrag abschicken und dann, dann kriegst du den innerhalb von einer Woche. Das ist super. Jo. Gut. War's das? Ja, das war's. Okay, supi. An euch einen schönen Abend noch. Jo, ebenso. Jo, danke. Albert, komm. Jo. Wir gehen. Immer runter, aber unterwegs. Wir noch ein paar Leichen finden, ne? Ja, ich hoffe mal nicht, ey. Sonst müssen wir die Polente rufen. Die Stabsleichen, ne? Man weiß ja nicht, was der eine so mitgebracht hat, ne? Ja. So. Irgendwo im Busch und denken, die sind zu Hause. Hey, guck mal, wie die den Waldboden hier kaputt gemacht haben. Wie die, warum muss man hier mit einem Auto hochfahren, ey? Die Autos haben hier überhaupt nichts zu suchen. Nee, das ist ein Wald und kein Autorennen, Autokosmoplatz. Höchstens Forstmaschinen, wenn die hier was machen müssen. Ja, aber die haben auch die richtige Bereifung, weißt du? Sind ja in der Regel bodenschonend. Ja, Alter, war das beim Hochgehen auch so lang? Ich weiß nicht. Auch in der Natur mal ein bisschen zu laufen, das tut sogar gut. Ja. Oh, das ist mir echt schwer. Oh, ich werde müde, wenn ich immer laufe. Ja. Frische Luft macht müde, ne? Oh, wir sind die Letzten. Die Polizei hat sich irgendwo aufgestellt, ne? Ja, wahrscheinlich. Die warten nur, bis wieder irgendeiner vorbeikommt. Gut, dann fahren wir mal nach Hause. Dann könnten wir theoretisch gucken, ob du gleich noch den Xerion nimmst und den Anhänger holst. Da oben, nee, hier lag ja noch was, ne? Wo? Hier so eine Stumpenfräse. Soll ich damit noch die Dinger wegmachen? Nee, die lassen wir dran. Aber die könntest auch mitbringen. Ja, dann bringe ich die gleich mit. Ich habe hier das Gewicht dran. Das brauchen wir. Das Gewicht werden wir dann verkaufen. Das brauchen wir, Die Stubbenfräse wird man verkaufen, die brauchen wir ja dann nicht mehr erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn ich jetzt Licht anmachen, nachher kommt da wieder einer und meckert rum. Heute kein Ende, oder? Volker Varuna, hallo? Moin! Hi! Wie sieht denn das aus mit dem Raps? Was ist denn der bei euch schon? Was für ein Raps? Hat doch Raps, wolltet ihr doch ansehen. Hat mir noch abgemacht. Albert, hast du Raps angepflanzt? Nö. Weiß ich überhaupt nichts.
Ja, weißt du, das Problem ist, das LU hat bei uns angesät. Aber wir hatten keine Zeit. Ich glaube, die haben da einen Fehler gemacht. Aber vielleicht hast du ein Rapsfeld, in was wir pachten könnten. Kannst du mal gucken? Wenn wir vom Pacht. Dann wird man das unter Pacht nehmen, ernten und an dich verkaufen. Ja, ganz viele haben wir. Ja, sag mal an, irgendwas. Die 106 bei euch. Okay, was kostet denn der Pacht? Pachte dann auch noch ein Feld mit Raps. Mhm. Pacht dann die 80, da kommt dann ordentlich was runter. Kostet in der. Also 27,3. Ja. Okay. Das würde passen. Kannst du das Waldstück 11 schon wieder in den Verkauf setzen? Das würde man gerne loshaben. Ja. Also einfach mal auf eBay stellen und gucken, dass es einer kauft. Ja, kann ich machen. Okay. Gut. Und wenn das durch ist, dann wird man das Feld pachten. Ja. 27,3 war es, gell? Ja. Okay. Gut, dann verbleiben wir erstmal so. Okay. Gut, tschö. Ciao. Was kostet jetzt das Feld hier? Muss auch auflegen. Also. Warte dann. Ja. Guck mal, habe ich uns aber gut rausgeredet, dass das LU schuld ist. Ja, mir hat keiner was gesagt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass einer angerufen hat. Egal. Ich glaube, das habe ich mit ihm ausgemacht. So. Ist aber auch vergessen. Ja, was soll's. Kann mal vorkommen. Naja. Kommt links einer? Hier kommt übrigens ein neuer Sendemasten hin vom Fernsehen. Hey. Mal besser in den Punk, was? Jo, kommen ein paar hier rein. Ja, so auch schön. Die Gemeinde hat investiert. Hört sich mal gut an, ne? Das ist doch mal was Vernünftiges. Kannst du mal gucken, ob der Drescher unten noch steht? Vom LU? Wir haben 85.000 überwiesen bekommen. Oh, dann hat er das Feld aber schnell verkauft, den Wald aber schnell verkauft. Ich sehe hier keinen Mähdrescher. Bei der 120 steht nichts mehr. Hey. Shit. Dann leihen wir uns mal selber einen auf. Volker Varuna, hallo. Hallo Herr Varuna. Hi. Steht dein, ihr, keine Ahnung, Tiefenlocker? Weil bei mir hier steht so ein Kuhn und sie hatten doch einen Kuhn. Nee, kann eigentlich nicht sein. Einer steht bei uns, glaube ich, am Feld. Relativ dreckig. Moment, ich guck grad. Schauen Sie mal. Ihr seid Volker. Weil ich außersehen worauf gedrückt habe. Ah, ja, dann könnte es sein. Okay, ich wollte nur wissen, nicht, dass das im Export kommt. Ja, stellen Sie doch könnten Sie Den haben Sie doch gerade erst gekauft. Ja, dann lassen Sie den mal da. Jo, ich wollte nur wissen. Jo, ich muss mal mit dem LU nochmal telefonieren. Gut, bis dann erstmal. Ja. Tschüss. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab aus Versehen irgendwo raufgedrückt. Ja, Moment, ich muss mal gerade mit dem LU nochmal telefonieren. Ja. Zweite Leitung. Warte mal kurz, Lukas. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Neumann. Ihr Mitarbeiter war ja ganz schön flott. Ja. Also ich meine den Drescher abholen. Ja, jetzt steht halt nur mein Fendt unten. Ah. Ich brauche nämlich den Drescher nochmal. Ich gebe das den Mitarbeiter weiter. Ja, wenn der dann wieder runterfährt, kann er ja wieder mit dem Fendt nach Hause fahren. Ja, kriegen wir hin.
Okay, 5000 wieder. Ja, können wir machen. Gut. Du, ich würde auch gerne, lass mich gerade mal gucken auf meinen, oder kannst du mir sagen, was mein Privatkredit bei dir noch betrifft? Dein Privatkredit bei mir betrifft immer noch 37.000. Okay. Ich würde gleich mal 17.000 überweisen. Okay, ja. Dass wir da mal ein bisschen von den Schulden runterkommen. Also überweise ich dir 22. Hm? 22? Ja. Achso, wegen 5. Plus 5. Ja, genau. Ja. Okay. Gut. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. So. Kannst du gerade mal 22.000 ans Lohnunternehmen überweisen? 20.000. Jo. Miete für einen Drescher und dass wir ein bisschen Privatkredit mal loswerden. Ah, warte mal, ah ja. Und dann noch die 27.2. Achso, warte mal, muss das an die Gemeinde, die Pacht? Warte mal. Gucken, wann der Jürgen frei wird, dass der uns nochmal anruft. Wie viel Uhr haben wir denn? Wird sich bestimmt gleich einer melden, wegen schlafen gehen. Oh nee, ich wollte nur wissen, ob es sich noch lohnt, irgendwas zu machen. Wird gleich richtig dunkel werden. Oh, wow. Jürgen ist auch der Held. Die 106 ist noch gar nicht endreif. Deiner, kannst du ja oben den Anhänger holen im Holz zum Sägewerk fahren. Ich spring beim Sägewerk schon mal raus und lade nur ein bisschen Hackschnitzel in die Kohleproduktion ein. Dann haben wir das auch schon geklärt. Wo steht denn hier der Exerion? Der muss da am Hof stehen. Das LU hat gesagt, sie stellen den am Hof. Ja, stellst du den Johnny stellst du auch einfach an den Hof. Das passt dann. Das kommt gleich ins Sägewerk rein, das Holz? Nee, einfach mal den Anhänger nur hinstellen. Gut. Sägewerk ist noch voll. So. Dann spring ich mal raus, dann gute Fahrt, ne? Jo. Tschö. So. Lal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 
der Richter immer für Ideen hat. Als hätte er sonst nichts zu tun. So, dann mache ich dann noch ein paar Hackschnitzel rein. Hoffen wir, dass ich überhaupt noch ein bisschen was habe an Hackschnitzeln. Das könnte nämlich ein kleines Problem sein, dass ich gar keine Hackschnitzel habe, weil ich habe auch keine... Sägewerk ist nämlich aus, weil die Bretterpaletten voll sind. Ja, ein bisschen was ist noch da. Gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich auch für diese Folge von Farming Alice 19 Meets Reality. Sind wir nämlich schon wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.